Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video zur einfachen Bestimmung von Extrem- und Wendepunkten. Jetzt fragt ihr euch schon, warum machen wir schon wieder die Bestimmung von Extrem- und Wendepunkten? Naja, es hat was mit dem Einfach auf sich, ein neues Verfahren, was wir euch heute zeigen wollen. Jetzt haben wir aber erstmal einen Funktionsgraphen. Was können wir denn über den für Aussagen machen? Ja gut, der hat hier einfach wieder einen Hochpunkt. Ich denke, das tragen wir mal ein. Und hier hat er einen Tiefpunkt. Ja. Das ist offensichtlich. Ansonsten hat er auch noch hier bei x2 einen Wendepunkt. Okay, wenn wir jetzt diese Punkte haben, und ich erinnere mich an die beiden letzten Videos, dann könnten wir da eigentlich auch schon wieder entsprechende Bereiche einzeichnen. Richtig, und zwar 4 Stück. So, jetzt haben wir die 4 Bereiche. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt seid ihr erstmal gefragt, übernehmt euch mal diese 4 Koordinatensysteme plus den Funktionsgraphen von f in euer Heft und dann versucht mal im zweiten, noch freien Koordinatensystem die Ableitung von f bzw. deren Graphen zu skizzieren. Wie das geht, haben wir euch im ersten Video gezeigt. Ansonsten probiert's mal und die Lösung gibt's in 3, 2, 1. So, wir haben hier den Graph der ersten Ableitung. Wichtig ist, hier beim Hoch- und Tiefpunkt ist die Steigung 0. Das haben wir hier und hier auch eingezeichnet. Ansonsten haben wir uns wieder überlegt, wie ist der Verlauf der Funktion f bzw. ihres Graphen. Schau mal an, sie steigt zunächst, dann fällt sie und danach steigt sie wieder. Das heißt, bei der Ableitungsfunktion, wir sind erst oberhalb der x-Achse, dann unterhalb der x-Achse und wieder oberhalb. So, wir wollen diesmal aber nicht nur den Graphen der ersten Ableitung, sondern auch den der zweiten und der dritten Ableitung. Das heißt, das, was ihr gerade für f gemacht habt, macht ihr jetzt nochmal für f' und dann nochmal für f2'. Und wenn die anderen beiden Koordinatensysteme bei euch ausgefüllt sind, dann sehen wir uns wieder. Und zwar in 3, 2, 1. So, wir haben hier den Graphen der zweiten und der dritten Ableitung. Zunächst mal zu dem Graph. Also, die erste Ableitung hat hier einen Tiefpunkt, das heißt, die Steigung ist 0. Das habe ich hier eingetragen. Dann hier fällt sie die ganze Zeit und hier steigt sie die ganze Zeit. Das heißt, die zweite Ableitung ist hier in dem ganzen Bereich unterhalb der x-Achse und hier in dem ganzen Bereich oberhalb der x-Achse. Gut, kommen wir zum Graphen der dritten Ableitung. Wir sehen an dem Graphen der zweiten Ableitung, die hat nirgends die Steigung 0, das heißt, die x-Achse wird nicht geschnitten. Die Funktion steigt die ganze Zeit und sie steigt in unserem Fall jetzt hier auch konstant. Das heißt, wir haben eine konstante Steigung, also muss die dritte Ableitung grafisch eine Konstante sein, also eine Parallele zur x-Achse. Übrigens sieht man hier sehr schön, im allerobersten Fall, nämlich f, haben wir eine kubische Funktion, das muss irgendwas mit x hoch 3 sein. Die wird beim Ableiten, weil der Exponent ja um 1 verringert wird, zu einer quadratischen Funktion, das sehen wir hier bei f'. Und dann beim Ableiten wird der Exponent ja nochmal um 1 verringert, dann haben wir eine lineare Funktion, wir haben nur noch x hoch 1 oder lassen das hoch 1 weg. Und dann, wenn wir nochmal ableiten, fällt das x weg und es bleibt nur noch eine Zahl übrig und das ist dann eine Konstante. Gut, das ist allerdings für uns jetzt nur eine Vorlage, uns nochmal zu überlegen, wie war das denn mit dem Hochpunkt? Was gilt denn jetzt für den Hochpunkt nochmal? Gut, beim Hochpunkt hier haben wir ja gesagt, die Steigung ist 0. Das heißt, f' von x1 ist 0. Genau, das sehen wir auch recht deutlich hier. Und außerdem beim Tiefpunkt, da ist ja auch die Steigung 0. Das heißt, bei f' können wir auch schreiben, f' von x3 ist 0. Gut. Das war allerdings nicht die einzige Bedingung. Was hat denn noch gelten müssen, damit wir einen Hoch- und einen Tiefpunkt haben? Ja gut, beim Hochpunkt haben wir immer gesagt, da haben wir einen Vorzeichenwechsel von f', und zwar hier vom positiven Bereich zum negativen. Also von Plus nach Minus. Und beim Tiefpunkt haben wir auch einen Vorzeichenwechsel, aber genau in die andere Richtung. Das heißt, f' ändert sich von Minus nach Plus. Okay, das war ja bisher die Methode. Darum haben wir diese Monotonieintervalle bestimmt und konnten dann die Extrempunkte angeben. Jetzt haben wir aber auch noch zusätzlich die zweite Ableitung. Jetzt schauen wir mal nach, was gilt denn in der zweiten Ableitung dort, wo wir einen Hoch- und einen Tiefpunkt haben. Ja, das Schöne ist jetzt, da wo wir einen Hochpunkt haben, ist die zweite Ableitung, sehen wir hier, unterhalb der x-Achse. Das heißt, f2' von x1 ist kleiner als 0. Und hier bei dem Tiefpunkt ist die zweite Ableitung oberhalb der x-Achse. Das heißt, f2' von x3 ist größer als 0.
Das ist auf jeden Fall auch eine Methode, mit der ihr überprüfen könnt, ob es sich um einen Hoch- oder einen Tiefpunkt handelt. Schauen wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Jetzt aber noch zum Wendepunkt. Wie war es dort? Gut, beim Wendepunkt haben wir gesagt, da argumentieren wir nicht über die erste Ableitung, sondern über die zweite. Denn die zweite Ableitung an der Stelle ist 0. Also f2' von x2 ist 0. Okay, und was haben wir dann zusätzlich gebraucht, um wirklich sicher zu sein, dass es ein Wendepunkt ist? Gut, auch hier wieder ein Vorzeichenwechsel. Und zwar ein Vorzeichenwechsel von der zweiten Ableitung. Entweder von Plus nach Minus oder von Minus nach Plus. Das war total egal. In unserem Fall ist es jetzt von Minus nach Plus. Okay, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier auch noch anders argumentieren. Und zwar, wir haben ja unsere dritte Ableitung. Was gilt denn an der Stelle bei der dritten Ableitung, wenn es eben einen Vorzeichenwechsel in der zweiten Ableitung gibt? Gut, wir sehen hier, wenn es einen Vorzeichenwechsel gibt bei der zweiten Ableitung, sehen wir hier bei der dritten, die ist hier größer 0. Also f3' von x2 ist größer 0. Ich schreibe jetzt hier allerdings nicht größer, sondern ist gleich, ungleich 0. Denn es ist für uns völlig egal, ob es größer oder kleiner 0 ist, es ist auf jeden Fall immer ein Wendepunkt. Gut, wir werden uns jetzt diese neue Erkenntnis aufschreiben und das Ganze dann noch in Aufgaben anschauen. Dann werdet ihr merken, dass das deutlich schneller geht, als wenn man das mit dem Verfahren aus den letzten Videos macht. So, wir haben hier zwei Regelkästen. Ihr seht, beim ersten Regelkasten zur Bestimmung von Extremstellen ist jetzt sehr klein. Es ist ja auch das deutlich einfachere Verfahren. Wie gehabt, müssen wir die erste Ableitung 0 setzen. Dann kriegen wir mehrere Lösungen raus. Und jede dieser Lösungen müssen wir jeweils einzeln in die zweite Ableitung einsetzen. Ist die dann kleiner 0, haben wir einen Hochpunkt. Ist die größer 0, haben wir einen Tiefpunkt. Okay, und was ist, wenn sie gleich 0 ist? Haben wir dann sicher weder Hoch- noch Tiefpunkt? Nee, leider nicht. Dann müssen wir das alte Verfahren machen. Das ist nämlich das sichere, das gilt immer. Das heißt, wir überprüfen das Monotonieverhalten von f. Okay, dann kommen wir noch zur Bestimmung von den Wendestellen. Das ist auch deutlich kürzer geworden. Nach wie vor überprüft man erstmal, wann ist die zweite Ableitung gleich 0, bekommt eine oder mehrere Stellen. Und neu, die setzt man jetzt in die dritte Ableitung ein. Wenn die ungleich 0 ist, dann weiß man, da ist auf jeden Fall eine Wendestelle. Ja, da auch hier die Frage, wenn die gleich 0 ist, hat man dann keinen Wendepunkt? Kann auch immer noch sein, dass es einen Wendepunkt gibt. Dann überprüft man das eben mit dem alten Verfahren. Und auch das könnt ihr euch, wenn ihr es nicht mehr wisst, im entsprechenden Video nochmal anschauen. Gut, und wir werden jetzt genau die beiden neuen Verfahren mal in einer Aufgabe anwenden. Die Aufgabe lautet, bestimme die Extrem- und Wendestellen der Funktion f von x gleich x hoch 3 minus x Quadrat plus 1. Okay, als allererstes, bevor wir irgendwelche Schritte machen, müssen wir zunächst mal die ersten drei Ableitungen bestimmen. Und das macht ihr auch. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, hier sind jetzt alle drei Ableitungen. Gut, dann starten wir mit den Extremstellen. Der erste Schritt war ja, die erste Ableitung gleich 0 zu setzen und die Nullstellen zu bestimmen. Das kriegt ihr auch hin und deswegen gibt es gleich wieder die nächste Lösung in 3, 2, 1. Wir setzen also 3x² minus 2x gleich 0. Keine aufwendige Rechnung notwendig, sondern wir klammern ein x aus. Dann haben wir x mal Klammer auf 3x minus 2 Klammer zu. Das führt zu zwei Nullstellen, nämlich x1 gleich 0. Oder wenn man will, dass die Klammer 0 wird, kann man entweder im Kopf machen oder man rechnet es eben mit Äquivalenzumformeln aus. Haben wir x2 gleich 2 Drittel. So, wie geht es jetzt weiter? Ja gut, jetzt war ja der zweite Schritt, dass man jeweils bei dieser Lösung in die zweite Ableitung einsetzt. Mhm. Fangen wir mal an mit der ersten. Also wir machen f2 von 0. Gut, das müssen wir jetzt einsetzen. Also f2 von 0 ist 6 mal 0, das gibt 0, minus 2, das gibt minus 2. Wichtig ist hierbei, wir müssen immer hinten dran schreiben, ob das jetzt größer oder kleiner 0 ist. Hier ist es? Kleiner 0. Richtig. Gut, und was gilt es, wenn es kleiner 0 ist? Wenn es kleiner 0 ist, wissen wir haben einen Hochpunkt. Super, das schreiben wir auch auf. Jetzt machen wir es mal für die andere Stelle, für x2 gleich 2 Drittel, also f2' von 2 Drittel. Gut, 6 mal 2 Drittel. 6 mal 2 ist 12, also 12 Drittel, das sind 4. 4 minus 2 sind 2, also die Lösung ist 2. Und größer 0. Und damit wissen wir, es ist ein Tiefpunkt. So, jetzt fehlen uns ja aber eigentlich noch die y-Stellen, um die Punkte angeben zu können. Ja, die fehlen uns, aber die brauchen wir hier auch gar nicht, denn hier in der Aufgabe ist bewusst nach Extremstellen gefragt. Nur wenn nach Extrempunkten gefragt wäre, müssen wir noch den y-Wert ausrechnen. Hier brauchen wir es nicht. Genau, Stellen bezieht sich nämlich immer nur auf den x-Wert. Okay, aber uns fehlen noch die
Wendestellen. Was muss man dafür machen? Gut, dann müssen wir jetzt die zweite Ableitung gleich 0 setzen. Das könnt ihr direkt machen. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben also 6x minus 2 gleich 0. Kann man per Äquivalenzenformen lösen und im Kopf. Und dann kommen wir auf x gleich 1 Drittel. Und was machen wir jetzt damit? Ja gut, jetzt müssen wir auch diesen x-Wert wieder einsetzen. Diesmal in die dritte Ableitung. Also f3' von 1 Drittel. Das ist aber jetzt komisch. Wie können wir da was einsetzen, wenn die einen festen Wert hat? Ja gut, egal was x ist, die ist einfach immer 6, da hier kein x vorkommt. Das heißt, auch hier ist die 6. Konstante Gerade parallel zur x-Achse. Okay. Gut, und 6 ist natürlich ungleich 0. Das heißt, wir haben hier einen Wendepunkt. Das wäre es auch schon. Ihr seht, das geht deutlich schneller als die anderen Verfahren. Und das werden wir im Unterricht auch entsprechend üben. Dann war's das für heute. Tschüss, macht's gut. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.